WeDo X40 IDEX Independent Dual Extruder. Ein 3D-Drucker für Fortgeschrittene, der viel Spaß, aber auch Arbeit bedeutet. Die zwei Druckköpfe, die sich entlang der Z-Achse bewegen können, ermöglichen es, unterschiedliche Farben oder sogar Materialien zeitgleich zu drucken, ohne manuell einen Wechsel durchführen zu müssen. Hier zum Beispiel von meinem geschwungenen Horn. Alternativ können die beiden Druckköpfe aber auch richtig parallel arbeiten, spiegelbildlich oder im Kopiermodus. Dabei werden simultan die gleichen Bewegungen gemacht. So steht jeweils jedoch nur das halbe Druckbett zur Verfügung. Die Ergebnisse in jedem dieser Druckmodis sind recht gut. Jedoch benötigt man Zeit zum Einstellen. Mittels des WeBuilders, dem Slicer von WeDo, geht das zwar, jedoch bietet diese Software keinen Umfang im Vergleich zu Prusa Slicer oder Cura. Diese beiden lassen sich für die meisten Sachen auch verwenden, jedoch muss man mit Einschränkungen der druckerinternen Funktionen rechnen. Die Community hat seit der Kickstarter-Kampagne, mit der der Drucker in den Markt kam, schon einiges entwickelt. Diese Kickstarter-Phase ist nun vorbei und WeDo hat seine Version 2 mit kleinen Veränderungen in den Markt gebracht. So ist das Gerät aktuell bei Amazon und anderen Handelsplattformen verfügbar. Die Preise schwanken zwischen 400 und 600 Euro. Diese Version 2 unterscheidet sich unter anderem durch ein flexibles magnetisches Sheet, welches mit einer Bildtech-ähnlichen Oberfläche versehen ist. Dieses Zeug hält allererste Sahne. Ein Blick unter die Haube hat eine saubere Verarbeitung und gute Krimpungen gezeigt. Über den USB-Port kann man Pronterface ohne Probleme anschließen. Octoprint habe ich jedoch hingegen noch nicht zum Laufen gebracht. Ansonsten werden Dateien über MicroSD-Karte übertragen. Eine 8 GB Karte ist gleich dabei. Ein überflüssiges Feature ist die Wi-Fi-Funktion mit Kamera. Einfach, weil schlecht implementiert. Keine gute Web-Oberfläche. Die Kamera stottert immer mal wieder und iPhone? Nö. Man braucht Android. Nicht zu vergleichen mit Octoprint oder den Clipper-Web-Oberflächen. Ein weiteres der ansonsten wenigen Mankos ist für mich dieses flatterige und überstehende Kabel an beiden Seiten. Der Drucker ist schon sehr breit und ohne Führung wird er dank der Kabel noch viel breiter. Ein kleines weiteres Problem sehe ich in den fehlenden Gurtspannern für Z und X. Dieses kann man ansonsten nur mit einer Feder über den Gurt lösen, welche jedoch nicht dabei ist. Die Z-Achse ist auf beiden Seiten unabhängig geführt. Die Firmware unterstützt aber kein Leveling der Achsen, soweit ich es finden konnte. Der Endstopp wird über eine magnetische Probe gelöst. Soweit ist der Aufbau vergleichbar mit einem Prusa i3. Hier auch nochmal schön zu sehen, der Kabelsalat am Rand. Der eine Druckkopf wird oben und der andere unten geführt, aber auch hier keine Möglichkeit zur Straffung. Jeder der beiden Extruder kommt mit seinem eigenen Filament Runout Sensor. Der gesamte Extruder ist aus Kunststoff und ein bisschen instabil, was das Einlegen ab und zu etwas schwer gestaltet. Dass der Drucker aus meiner Sicht ein reiner PLA- und PETG-Drucker ist,
zeigt sich aber auch an dem Extrudergear, welches nur einseitig ist und so für weiches TPU nicht geeignet ist. An ABS ist wegen der Buildtec-Grundplatte, der nicht gleichmäßig aufgeheizten Auflage und dem nicht geschlossenen Bauraum kaum zu denken. Außer Z sind alle anderen Achsen mit Endstops versehen. In Summe ist das ganze System solide aufgebaut und eine einfach zu modifizierende Plattform. Das Ganze mit den doppelten Profilen ist extrem robust. Das Z mit Linearführungen und V-Rolls nur auf Y-Vorkommen ist eine super Umsetzung. Wie schon gesagt, wird mit einer Art Pinder gearbeitet. Diese wird als Endstop und zum Bettenmesh-Leveling eingesetzt. Danach ein einziges Mal Baby-Z eingestellt, bei Prusa heißt das Live-Z und jeder erste Layer wird top. Nun aber das Wichtigste, wie druckt er? Da bin ich von dem Gerät begeistert. Hier die Gyro-Ringe mit 0,2 mm Clearance. Zwei Miniatures, Bugbear von Lost Adventure Company, kommen mit allen Details und nur leichten Ansätzen zum Stringing raus. Nahezu perfekte Benchies und das, obwohl der Lüfter nur von einer Seite kommt. Aber auch der Voron-Test-Cube zeigt keine größeren Kühlungsprobleme. Der Voron-Clearance-Test ist auch super geworden. Im Duplication-Modus wurden gleich zwei zeitgleich gedruckt. Und der Dual-Farbdruck aus dem Tabletop-Game von Azar Games ist großartig. Alle Links zu den Modellen übrigens in der Beschreibung. Auch mein Einhorn ist bis in die Spitze super. Daher mein Fazit. Kein IDEX-Drucker ist als Einsteigerdrucker gedacht. Man muss schon mit vielen Slicer-Settings umgehen können, um die beiden Extruder aufeinander abzustimmen. Im Kopiermodus gibt es dann halt auch nur einen Retract-Wert zum Beispiel. Der X40 V2 ist aus meiner Sicht aber in dem Markt ein sehr starker Herausforderer für Tenlock oder den Artist und ist diesen gegebenenfalls sogar ein Stück voraus.